Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Richte deinen Fokus auf Jesus, gerade wenn dein Herz schwer ist und du nicht mehr weiter weißt. Er wird dich aufrichten, wenn du deinen Blick weglenkst von der Finsternis hinauf zum Licht, zu Jesus. Dann kommt Hoffnung und Vertrauen. Ja, diese Hoffnung, die wollen wir dir jetzt auch um 12 wirklich vermitteln und wollen dich wieder ermutigen. Klopfst du an den Türrahmen oder trittst du ein? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Klopfst du an den Türrahmen oder trittst du ein? Viele Menschen stehen vor der Tür und betreten nie das Haus des Vaters. Und wir sind eingeladen, das Haus des Vaters einzutreten. Und wir hatten vor ein paar Wochen einen Online-Männertag, den wir mit Dirk Schröder hatten. Und der lief sehr gut und die Männer wurden sehr, sehr ermutigt. Und wir haben ein Zeugnis bekommen und dieser Mann schreibt: Ich klopfe an den Türrahmen, aber ich bin noch nie hineingegangen. Und wie ist es mit dir? Klopfst du an den Türrahmen? Du kannst mitten im Gottesdienst in der Kirche sitzen und trotzdem bei Gott nur an den Türrahmen klopfen. Ach Gott, hallo, ich bin auch da, und gehst wieder weiter. Oder gehst du rein? Sagst du nur Hallo mit einem kurzen Gebet und ja, ich war in der Kirche, ich war bei Gott. Gott und Kirche tun viel gleichsetzen. Ich sehe das anders. Ich sage dir, geh zu Gott, geh hinein. Die Tür ist offen und du wirst erwartet. Und gerade in dieser Weihnachtszeit erwartet, bis du kommst. Ob du jetzt Christ bist oder nicht, wenn du Christ bist, weißt du eigentlich, wie es geht. Warst aber vielleicht auch noch nicht dort. Bist du vielleicht kein Christ, sage ich dir, probier es aus. Klopfe nicht einfach nur an, indem du einen Gottesdienst in einer Kirche besuchst, sondern geh wirklich zu Gott. Dort, wo du jetzt gerade bist, kannst du sagen: Oh mein Herr, mein Gott, wo bist du? Sei mir jetzt ganz, ganz nah und du wirst ihn verspüren. Ich bin mir da ziemlich sicher. Du wirst dort erwartet. Bei einem liebenden Gott. Und das ist so wunderbar. Herr, ich danke dir dafür, für jeden, der nicht nur an die Türrahmen klopft, sondern der reingeht, weil die Tür ist offen. Und ich danke dir dafür, dass wir willkommen sind bei dir. Amen. Per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen einer Frau. Sie schreibt: Bitte betet für die Heilung meiner linken Gesichtshälfte. Habe eine Entzündung und Infekt des Trigeminusnerves und des Auges. Lieber Gott, ich will wieder lachen ohne Schmerzen und strahlend gesunde Augen haben. Dankeschön. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau berührst, dass du diesen Nerv wieder in die normale Funktion gibst. Danke, dass diese Entzündung entmachtet ist und keine Wirkung mehr hat, dass diese Schmerzen verschwinden im Namen Jesus. Danke, dass auch das betroffene Auge wieder vollkommen gesund wird und normal wird. Danke, Jesus, dass du diese ganze Gesichtshälfte in deine göttliche Schöpfungsordnung bringst. Danke, Jesus, du bist der Herr auch über dieser Frau und wir vertrauen dir, dass deine Macht und deine Kraft größer ist wie diese Entzündung und wie dieser Schmerz. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für andauernde Krankheitsangriffe. Liebe Isolde, lieber Daniel, wenn ich in diesem Moment beginne, mein Gebetsanliegen an euch zu formulieren, dann wird mir wieder bewusst, dass es in meinem Leben in all den zurückliegenden Jahren noch niemals so herausfordernd zuging wie in diesem Jahr. Und immer wieder steht speziell bei mir eine Sache im Mittelpunkt: meine angegriffene Gesundheit. Manchmal bin ich der Ansicht, es könne doch gar keine Realität sein, denn kaum bessert sich eine körperliche Beschwerde, kommt schon die nächste und nimmt mir mein Lebenswohlgefühl. Mal plagt mich Migräne, mal sind es Augenschmerzen, dann macht sich die Hüfte bemerkbar, dann leide ich plötzlich an einer Gehörgangsentzündung, belastende Darmbeschwerden und. Trotzdem versuche ich, geduldig zu bleiben. Doch leicht ist es auf Dauer nicht.
Und so wende ich mich heute erneut an euch mit der Bitte, für mich zu beten, damit ich endlich ein rundum gutes körperliches Wohlgefühl erlange. Vielen Dank. Und vielleicht geht es vielen so, die von einem zum anderen hineinschlittern. Und dafür möchten wir beten, dass das aufhört. Danke, Jesus, dass du der Herr bist über all den Personen, die von einem zum anderen schlittern und gar nicht aus diesem Kreislauf herauskommen. Und wir entmachten diesen Kreislauf jetzt im Namen Jesu. Wir durchschneiden diese Kette, die da bindet im Namen Jesu, dass es keine Wirkung mehr hat, diese Krankheiten, die da immer wieder auftauchen. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Menschen eine wunderbare Lebensqualität zurückgibst und dass all diese Krankheiten aufhören, all diese Beschwerden aufhören im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du auch speziell diese Frau, die geschrieben hat, jetzt berührst. Danke, Jesus, dass sie da herauskommt und dass sie wirklich gesund ist und dass sie ja auf dich blickt. Danke, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du eingreifst in jedes Leben, wo so durcheinander ist und wo so viele Dinge immer wieder passieren. Danke, Jesus, dass wir alles entmachten durch dein Blut, weil du alles am Kreuz getragen hast. Danke, Jesus, du bist der Herr und wir vertrauen auf dich, dass du eingreifst und dass alles zum Guten sich wendet. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns wegen seiner Schmerzen und bittet um Gebet. Liebe Geschwister, bitte betet für mich. Ich habe Schmerzen in den Fingern durch Arthrose und Sehnenbeschwerden. Vielen lieben Dank. Herr, du siehst diesen Mann, der diese Schmerzen hat. Ich danke dir dafür, Herr, in den Fingern und Herr, auch die Sehbeschwerden. Ich danke dir dafür, dass du Herr bist. Herr, durchflute den ganzen Körper, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Heilungskraft. Ich danke dir dafür, Herr, schenke du Heilung, Herr, dass wir wirklich in deinem Namen, Herr, diesem Finger gebieten dürfen, dass er schmerzlos wird und richtig funktioniert, auch die Arthrose dürfen wir Einhalt gebieten, deinen Namen Jesu. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Schenk auch diesen Augen wieder Frieden. Herr, Ruhe, Herr, dass sie wieder richtig klar und scharf sehen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Eine verzweifelte Mutter bittet um Gebet für ihren Sohn. Mein Sohn liegt auf der Intensivstation. Er hat Corona und ist angeschlossen an der Herz-Lungen-Maschine. Bitte betet für ihn, dass er wieder vollkommen gesund wird. Er hat noch nicht Jesus als seinen Herrn angenommen. Danke. Ja, da empfinde ich, dass viele sagen, oh ja, genau die Situation ist auch bei uns. Und es sind ja so viele gerade in dieser Situation, ob gläubig oder nicht gläubig. Und da wollen wir beten, Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt gerade in den Intensivstationen bist und gerade bei diesem Sohn, Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du ihm nahe bist. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass er wirklich das gut durchsteht und keine Folgen bleiben. Und danke, Herr, auch all die anderen, Herr, wo Mann und Frau und was auch immer auf der Intensiv liegt. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass wir in dir Hoffnung haben dürfen. Und Herr, danke, Herr, dass wir Wunder erwarten dürfen. Und schenke auch dieses Wunder, Herr. Danke, Herr. Und lass auch die, die nicht an dich glauben, wirklich auch erinnert werden, dass es einen Gott gibt. Dass sie ein Ja zu dir sagen können und Herr, mit dir leben können. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Gott ist so wunderbar und er hat immer wieder Mittel und Wege, uns zu helfen und zu ermutigen, wie auch dieses Zeugnis zeigt. Ich habe mit meiner Bachelorarbeit angefangen. Es ist mein zweiter und letzter Versuch, das Studium erfolgreich zu beenden. Anfangs war ich motiviert, doch dann überkam mich Angst und Panik. Gestern kam euer Magazin. Gib alles. Als ich las, fing ich an zu weinen. Es war so, als würde Gott mit mir sprechen und mir durch das Magazin eine Botschaft schicken. Ich danke Gott, dass er eure Arbeit möglich macht und Menschen zur richtigen Zeit erreicht.
wie schön, wenn wir Menschen ermutigen können, auch durch unser Magazin. Gott hat immer einen Weg, eine ganz besondere Geschichte. November 2020 hatte ich eine Hüft-OP. Alles verlief gut. Ende Dezember bekam ich immer stärkere Schmerzen, besonders beim Sitzen. Ich habe gebetet, aber die Schmerzen wurden immer schlimmer. Ohne Tabletten ging gar nichts mehr. Irgendwann im Frühjahr waren die Schmerzen buchstäblich von jetzt auf nachher verschwunden. Es war mir rätselhaft. In der Oktoberausgabe des Magazins Freude am Leben las ich den Bericht über die Heilung von Hüftschmerzen beim Sitzen. Den Heilungsgottesdienst habe ich nicht mitverfolgt. Daher wusste ich auch nichts von dem Gebet über Schmerzen beim Sitzen, bis ich jetzt den Artikel gelesen habe. Inzwischen kann ich schmerzfrei ohne Krücken oder Rollator laufen und benötige keine Schmerztabletten mehr. Ich bin dem Herrn so dankbar. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte? Und eine Frau aus dem Norden Deutschlands schreibt: Ich danke euch für die Gebete. Der Schwindel ist ganz weg. Wie schön. Und eine Mutter aus Bayern schreibt folgendes Zeugnis: Anfang des Jahres hat man bei meinem Sohn Knochen- und Lymphdrüsenkrebs festgestellt. Er musste 6 Chemotherapien über sich ergehen lassen. Am 1.10.2021 hat man bei einer großen Untersuchung keinen Krebs mehr festgestellt. Halleluja! Ich habe euch im März um Gebetsunterstützung gebeten und wir haben selbst auch gebetet. Gott ist so gütig und er hat uns erhört. Für uns alle ist es ein großes Wunder. Danke für eure Unterstützung. Auch die miese Familiensituation ist gut geworden. Wunderbar. Ja, und Gott hat Mittel und Wege und Gott greift wirklich ein. Und vertraue einfach ihm deine ganzen Anliegen an. Ja, ob große oder kleine Dinge bei uns geschehen, können wir wirklich einordnen, was groß und was klein ist, wenn Gott was tut. Ich glaube, es ist immer ein Wunder und wir erleben gerne Wunder. Und wenn du ein Wunder erlebt hast, lass es uns wissen, ob es groß oder klein ist. Wir freuen uns riesig darauf. Ja, es ist Weihnachtszeit. Es ist kurz vor Weihnachten und das ist eine gute Möglichkeit, das Thema umzusetzen. Klopfe nicht nur an die Tür, sondern geh rein. Nicht nur am Weihnachtsgottesdienst, es ist schön, wenn du zu einem Weihnachtsgottesdienst gehst, aber tu es auch wirklich mit deinem Herzen. Klopf nicht nur irgendwo an die Tür, Jesus, mich gibt's auch noch und du weißt, ich gehöre zu dir und hallo und fertig, sondern geh wirklich durch die Tür, rede mit ihm, habe Gemeinschaft mit ihm. Das ist so wunderbar. Wenn du Gebetshilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Schick uns dein Anliegen und wir beten dafür. Es ist soweit. Nächsten Sonntag, 4. Advent, unsere große Weihnachtsfeier, die wir geplant haben, wo viele, viele sich eingebracht haben beim Üben und so weiter. Es passiert gerade so viel im Haus, wo dekoriert, geübt wird und so weiter. Es gibt so viele Überraschungen. Sei einfach mit dabei. Wenn du nicht kommen kannst, dann einfach per YouTube oder Livestream. Aber wenn du kommen kannst, es dürfen alle kommen, einfach nur registrieren, hier bei uns ein Blatt ausfüllen und eine Maske tragen und gut ist. Du bist sowas von herzlich willkommen. Komm einfach vorbei und erlebe mit uns Weihnachten. Und wir freuen uns, wenn du kommst und wenn wir dich sehen dürfen und wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal bei Hoffnung um 12. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.